mit DNA und Proteinen zu tüfteln und dabei noch neue Dinge herauszufinden, ist unbeschreiblich. Ich will, dass wir an der TUM einen richtigen CRISPR-Boom erleben. Mein Name ist Julian Grünewald. Ich forsche an CRISPR-Technologien und deren Anwendung in der Medizin, zum Beispiel am Herzen. Mein Job ist Innovation als Professor und ich möchte die nächste Generation an CRISPR-Experten ausbilden, damit wir neue Heilungschancen für unheilbare Krankheiten finden können. Es ist ein riesiges Privileg, mit einem genialen Team zusammenzuarbeiten, winzig kleine molekulare Maschinen zu basteln und damit Krankheiten zu heilen. Wissenschaft ist genau die richtige Mischung aus Systematik und gleichzeitig kreativem Chaos. Als junger Assistenzarzt, das war so um 2012 rum, habe ich einen Artikel gesehen über Geneditierungsmethoden in einer Sonntagszeitung und wusste, das muss ich machen. Die TUM ist bereits sehr stark in Gen- und Zelltherapie. Meine Vision ist es, dass wir an der TUM ein weltweit führendes Zentrum für CRISPR-Technologien werden. Diese Technologie ist anwendbar in extrem vielen Bereichen, nicht nur in der Medizin, natürlich auch da, aber auch darüber hinaus, zum Beispiel im Agrarwesen und sogar zur Bekämpfung der Klimakrise. Meine Arbeit ist eng verknüpft mit der Biochemie, Biophysik und auch der Genetik. Gleichzeitig bin ich aber auch Gründungsmitglied im Center for Organoid Systems, dem sogenannten COS. Hier werden Mini-Organe entwickelt, um Krankheiten zu modellieren und zu behandeln. Gleichzeitig bin ich aber auch Arzt und Forscher in der Abteilung für Kardiologie am Klinikum rechts der Isar. Als Kind wollte ich Regisseur werden. Ich liebe die Bücher von Stefan Zweig und Filme von David Lynch. Und ich denke, dass die Musik das Schönste ist, was die Menschheit je gemacht hat.